As you open the gates to your park, you should prepare to welcome guests with very different interests and needs. You'll need to cater to a range of interests, including general, adventure, nature, and luxury. It's up to you to create the experiences your guests will love and remember in your Jurassic World. The wide range of guest needs can include preferences in dinosaur species, attractions, and facilities. Customize your guest amenities and attractions to meet those needs and ensure the success and prosperity of your park. After all, happy guests mean repeat visits and a successful park. Das war wieder ein weiteres Video zu Jurassic World Evolution 2. Nämlich ging es diesmal so ein bisschen mehr um die Gäste und was die Gäste brauchen und mögen. Und man hat wieder viel gesehen und wir werden das jetzt auch nochmal gemeinsam ein wenig genauer anschauen. Normalerweise kommt ja eigentlich mal ein Species Field Guide, aber dafür haben wir diesmal dieses Video. Ja, hier sieht man jetzt glaube ich nichts, was wir nicht schon gesehen haben auf Screenshots oder so. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Prepare to welcome guests with very different interests and needs. You'll need to cater to a range. Sieht schon alles sehr schön aus, ne? Das dürfen auch alles normale Deko-Objekte sein, weil die sind nicht hier auf dem Gebäude drauf. Ich meine, man kann ja das Gebäude und was hier drumherum ist, alles selber dann gestalten, aber das dürfte einfach ein platzierbares Objekt sein, genau wie diese Lampen. Of interests, including general, adventure, nature and luxury. Genau, das sind die vier Klassen, die es gibt. Einmal allgemein, Abenteuer, Natur und Luxus. Die vier Gästeklassen, also die muss man dann, je nachdem, was man für Gäste hat, halt erfüllen. Und es gibt dann bestimmte Kriterien. Ja, seht ihr gleich auch noch. Zum Beispiel sowas. Das mögen dann wahrscheinlich die Action-Leute, ein schönes Mosasaurus-Becken. Und ich muss sagen, das sieht so unfassbar cool aus. Jurassic World. The wide range of guest needs can include preferences. Ich gehe nochmal einmal zurück, ja? Einmal gucken wir uns das noch an. Das ist so cool. Oh mein Gott. Richtig nice. Im Aviarium hat man natürlich dann auch wieder eine schöne Ansicht. Sieht auch cool aus. The wide range of guest needs can Das ist auch wunderschön. Hier haben wir Paras. Dann haben wir hier Diplodocus, dürfte das sein, und Brachios. Und hier sieht das Spiel auch wieder richtig hübsch aus. Mega toll. Ankis und Gyros Fernturen haben wir natürlich auch wieder. So, jetzt habe ich richtig pausiert. Also das wird auch alles wieder funktionieren. Dann sieht man hier wieder ein paar Gebäude. Und ich finde das krass, wie heftig man die gestalten kann. Ne? Also jedes Gebäude sieht komplett anders aus. Und man kann ja auch den Zweck und sowas auswählen. Also ob das jetzt Essen ist, Trinken und. Also da gibt es wirklich viele Variationsmöglichkeiten. And facilities. Customize your guest amenities and attractions to meet those needs. Genau, hier kann man dann die ganzen Sachen auch anpassen, um dann die jeweiligen Gäste, die man halt am meisten hat, glücklich zu machen. And ensure the success and prosperity of your park. Es ist so cool, wie man das anpassen kann. Happy guests mean repeat visits and a successful park. Die Einschiebbahn gibt's auch wieder. Wunderschön. Mein Highlight natürlich. Ich würde sagen, wir gehen nochmal eben einmal zurück. Übrigens, am 9. November kommt das Spiel raus, wisst ihr ja mittlerweile schon bestimmt. Aber mein Highlight von diesem Video guests war auf jeden Fall das hier. Es sieht so unfassbar cool aus. Und ich fand dieses Video auch wieder sehr interessant, also man hat wieder coole Dinge gesehen. Falls euch dieses kurze Video gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.